Ja, hallo und herzlich willkommen zu AppTest. Ich bin der App-Tester und wir testen heute Cat Physics. Ja, was ist Cat Physics? Ihr seid in dem Spiel zwei Katzen, die mit einem Ball spielen oder die mit einem Ball sich hin und her spielen und ihr müsst immer gucken, dass sie den kürzesten Weg machen und das Ganze ist physikbedingt. Jetzt gehe ich erstmal auf die Optionen, um euch so ein bisschen zu zeigen. Da könnt ihr euren Status angucken. Da könnt ihr sehen, wie oft ich jetzt schon einen Ball abgeschossen habe von Katze zu Katze. Oder, also 444 Mal. Oder ihr könnt sehen, wie oft der Ball schon gebounced ist. Also das heißt aufgesprungen, wie oft der Ball schon aufgesprungen ist. Wie oft ich einen Teleporter benutzt habe. Und wie lange ich schon das Spiel gespielt habe. Das ist 1 Stunde und 2 Minuten. Dann gibt's noch in den Optionen natürlich Hilfe, wie das Spiel funktioniert. Credits sind natürlich die Entwickler. Dann bei Online gibt's globaler Highscore. Das versteht sich auch von selber. Und dann natürlich Donut News heißt, News von den Entwicklern. Dann Sound on Off ist auch klar. Und Reset the Game ist, wenn ihr alles zurücksetzen wollt und wieder von Anfang anfangen wollt. Das will ich aber nicht. Ist ja klar. Jetzt gehe ich mal auf Start. Und dann seht ihr schon, ich bin hier bei Level 32 und da hänge ich auch gerade extrem. Und das Spiel hat, glaube ich, um die 60, sage ich jetzt einfach mal 60 oder 70, nein, 60, 50 Levels. Ja, ist zwar schnell zu erreichen, aber mit wie gesagt, ich hänge bei 32 und komme auch gerade nicht mehr weiter. Aber jetzt zeige ich euch mal so, wie das ganze Spielprinzip ist in Level 7. Jetzt seht ihr hier die kleine Katze, also die schwarze Katze hat jetzt hier einen roten Ball um ihren Schwanz gewickelt. Und wenn ich auf die Katze tippe, dann springt der Ball los und mit diesen Pfeil Dingern, die ich auch verschieben kann, steuere ich quasi den Ball. Also der Ball wird abgeschossen von der Katze und die Richtung des Balls bestimmt dieses kleine Schildchen mit dem Pfeil. Und ich muss natürlich die weiße Katze treffen. Also die weiße Katze will wieder den Ball umschlingen mit ihrem Schwanz. Jetzt mache ich das einfach mal, tippe auf die Katze und dann seht ihr schon, das Ganze ist ein lustiges Spielprinzip und ich habe es auch schon geschafft. Und jetzt wird der Weg berechnet von dem Ball und umso weniger man hat, umso mehr man hat, also umso weniger die Berechnung des Balls ist, also der Weg vom Ball ist, kriegt man auch mehr Punkte. Jetzt sehe ich hier, ja okay, ich habe 532 Punkte in dem Level schon gemacht, habe jetzt leider nicht geschafft, weil ich hier oben 514 habe, also war der Weg des Balles zu lang. Ja, dann wird das auch noch ein bisschen, seht ihr hier jetzt, in Sterne aufgefasst. Also sprich, 540 hätte ich gemacht, dann hätte ich jetzt den zweiten Stern, 570 gibt 3 Sterne. Ja, dann gibt es aber auch noch so andere kleine Gadgets, wie zum Beispiel jetzt hier auch diese Schleuder oder dieses bewegliche Schild. Dieses bewegliche Schild kann ich auch bewegen, aber wie gesagt, es bewegt sich halt und ich muss halt den Zeitpunkt abwarten. Wenn ich jetzt den Zeitpunkt abwarte, ich warte und jetzt, das war jetzt nichts, weil ich jetzt den Ball, das Schild war ein bisschen zu hoch. So würde es gehen und zwar jetzt, nein, das war auch nichts. Also wenn ihr auch mal verschossen habt oder so, müsst ihr nicht abwarten. Ihr könnt sofort auf die Katze tippen und der Ball wird zurückgesetzt. Das ist alles sehr gut gemacht, deswegen auch so oft, wie ich den Ball abgeschossen habe. Aber jetzt, nein, das war auch nichts. Aber wie gesagt, ich habe das Level sowieso schon mal geschafft, aber ich muss halt jetzt gucken, wie ich es kurz schaffe und vielleicht nicht den Finger im Bild habe. Nein. Na komm schon. Ja gut, wie gesagt, müsst ihr selber ausprobieren. Mir persönlich hat das Spiel besonders viel Spaß gemacht und es gibt auch noch so andere Sachen wie ein Teleporter. Ihr müsst solche, hier müsst ihr jetzt die Wände zerstören sozusagen, das seht ihr so, das sind so Glaswände. Also wie gesagt, das Spiel bringt eine Menge Ideen mit. Ich finde es ein bisschen schade, dass es auch manchmal hier, also es gibt manche Levels, die sind zu einfach. Das Level hier ist zum Beispiel auch so ein Ding. Oder auch nicht. Na, achso, nee, also muss ich natürlich abwarten, ist ja klar, jetzt. Nee, das war auch nichts. Na ja gut, nicht. Manche Levels sind schwierig und manche Levels nicht.
Also ich habe schon Levels gehabt, die sind nicht so schwierig. Jetzt muss, das ist natürlich wieder jetzt der Vorführeffekt, das ist ganz klar, aber jetzt habe ich es geschafft. Ja, jetzt bleibt der Ball da oben stehen, das darf ja wohl nicht wahr sein. Gut, habe ich jetzt ein, jetzt wird der Weg wieder berechnet, die Punkte werden abgezogen und 504, ich habe meinen Rekord übertrumpft. Kriege ich jetzt auch einen Stern mehr? Nein, kriege ich nicht. Gut. Ja, das ist auch schon das ganze Spiel. Jetzt könnt ihr euch natürlich noch zeigen, wie, wo, das mit so einem Teleporter, müsste ich natürlich einen Teleporter erstmal finden. Hier ist es auch zum Beispiel ganz schön schwierig. Hier musste ich ausprobieren, welcher Schalter endlich die Falltür öffnet. Aber jetzt könnt ihr sehen, die Falltür wurde durch das hier geöffnet und dann musst ihr den Ball darüber schlagen. Also seht schon, das Spiel bringt eine Menge Ideen mit und macht mir besonders sehr, sehr, sehr viel Spaß. Naja, gut, wie immer heißt es, abonnieren, kommentieren, Daumen up, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich. Ciao.